jetzt eben nicht. So, werden die sich vielleicht wieder in Ort gelistet, warum die nicht mehr werden? Also, warum werden nicht alle Mitarbeiter? Mehr Zeit für euch und für die Patienten. Für unsere gewählten Vertreter, sozusagen Mütterbetreter des Klinikums, hoffen wir auf baldige Genesung und Wiederkehr unserer Lebensfreude. Es gibt seit über 2 Jahren, und ich kann es nur wieder sagen, ein Gesprächsangebot an die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi von mir, um sich über die Probleme zu unterhalten. Ich weiß, dass durch so ein Gespräch allein nichts gut wird. Aber seit 2 Jahren wurde dieses Gespräch nicht angenommen. Es gipfelte in Situationen im Umgang miteinander, dass Dinge von mir auch nicht veröffentlicht wurden, was zu viel.